Ja, vielen, vielen, vielen Dank, liebe Mia, für diese wunderbare Signatur. Und wir wissen ja alle, dass der Weg über diese Signatur eine der sichersten Wege ist zur Erkenntnis der Arzneiqualität neben der Arzneimittelprüfung. Und wir sehen bei der Signatur, wo die Kraft des Wolfes ist, wenn jemand seine Alpha-Funktion deutlich einnehmen kann, dass alleine durch dieses Einnehmen der Alpha-Funktion ganz viele Dinge einfach nicht passieren und dass, wenn ihr die aber nicht einnimmt, eben diese ganzen Katastrophen passieren können, die dann eben von kranken Lac-Loupi-Menschen auch ausgelöst werden. Aber da werde ich noch ganz viel zu erzählen. Ich möchte zwei Dinge vorausschießen. Der Wolf ist der erste Schützer des Menschen. Als die ersten Menschen, ich sag mal, aus ihrem paradiesischen Dschungel heraustraten, man nimmt an, durch die Ausstülpung des tansanischen Höhenrückens. Wir lebten alle im Dschungel. Wir waren irgendwie alle reibende und mangoessende Bonobos, haben in polyamorischen Rammelrotten zusammengelebt. Und dann richtete sich dieser tansanische Höhenrücken auf und eine Hälfte blieb Bonobo, blieb im paradiesischen Dschungel, musste sich um nichts kümmern, außer ausreichend küssen. Und die andere Hälfte war aber im Augenblick mit einmal in einer Savanne. Da gab es weniger Regen durch den Höhenrücken und in der Savanne musste man ganz andere Ordnungen befolgen, wie im paradiesischen Dschungel. Außerdem haben wir in der Savanne angefangen, Pilze zu essen, weil in der Savanne gab es Herden, die haben große Scheißhaufen hinterlassen und auf den Scheißhaufen wuchsen unsere Zauberpilze. Es gibt sogar eine Theorie über dieses Pilz-Scheißhaufen-Syndrom. Das heißt, glaube ich, die Stoned Ape-Theorie. Die Stoned Ape-Theorie. Ich habe ja im letzten Jahr zwei ganz wunderbare Pilzseminare gemacht mit der Dr. Schamfuß. Die gibt es auch bei Martin Bohmer zu kaufen. Die hat uns da ganz, ganz tolle Infos gegeben über den Einfluss von Pilzen auf die Bewusstwerdung des Menschen. Also der Mensch, so wie er jetzt ist, ist eigentlich ohne Pilze nicht vorstellbar. Also dieser Sprung in ein neues Menschsein, den die Bonobos so nicht haben. Bonobos dichten nicht, Bonobos führen keine Kriege, Bonobos bauen keine Hochhäuser, die reiben halt und küssen und machen maximal Penisfechten. Aber sonst ist ja bei den Bonobos jetzt nicht so viel Kulturleistung in dem Sinne. Man könnte jetzt sagen, braucht man das oder braucht man das nicht? Aber in einer Savanne hätten wir ohne die Entwicklung unseres Intellekts nicht überlebt. Also hat der liebe Gott diese großen Scheißhaufen erschaffen und auf diesen großen Scheißhaufen wuchsen halt die Zauberpilze und die ersten Bonobos, die eben auf der schlechten Seite waren, aßen diese Pilze und entwickelten Bewusstsein. Und dann mussten sich natürlich diese Stämme in der Savanne ganz anders wie im Dschungel, da bist du halt auf die Bäume geflüchtet, in der Savanne gab es keine Bäume, mussten sich diese Stämme schützen. Sie haben Hecken gebaut um ihre Schlafplätze. Und diese Hecke ist auch ein Zeichen für Abgrenzung. Ich grenze mich durch die Hecke von der mich umgebenden Welt ab. Und dadurch hat der Mensch auch ein Stück verloren, auf so einer kindlich-medialen Ebene mit der geistigen Welt in Kontakt zu sein. Und da kamen denn die Heckensitzer, die Hagazusa, die ersten Hexen aufs Spiel. Das waren die, die konnten noch in der Hecke sitzen und diese Verbindung mit der gesamten Wirklichkeit aufrechterhalten. Und in der Steppe gab es natürlich nicht nur tolle Wesen. Da gab es Säbelzahntiger, da gab es Riesenhyänen, da gab es auch ganz furchtbare Wesen. Was heißt furchtbar? Die waren, wie sie waren. Und wir waren halt dünnhäutig, wir hatten weder Schuppen noch große Zähne. Wobei die Zähne sind noch unser primäres Aggressionsorgan. Lac-Loupi hat totales Verlangen zu beißen, auch im Sex. Es sind große Beißer.
So unter dem Motto, nach einem schönen Wochenende ziehst du mal dein T-Shirt hoch und hast tiefe Oberarmeinblutung, dann weißt du, La Gluppi war mit im Spiel. Bei Phosphor hast du so Mini-Knutschflecke, weil Phosphor ist eher Kaninchen oder Eichhörnchen, das tut auch weh bei Phosphor. Bei La Gluppi geht es hier bis in den Oberarm, dann wird die Masse Fleisch in den Mund gesaugt und dann wird in die Masse Fleisch gebissen. Und so Junge wie du, die haben dann irgendwie drei Striemchen. Ihr reißt ja auch beim Sonnentanz so scheiße. Darum hängt ihr ja so lange. Die Jungen hängen ja wahnsinnig lange beim Sonnentanz. Die Jungen müssen teilweise abgerissen werden. Oder die Jungen hängen so fest beim Sonnentanz, dass manchmal das Seil reißt. Und wir Alten, der Chief, wenn der Sonnentanz drei Tage geht, geht der Chief die letzte Viertelstunde an den Pfahl, knackt sich die Adlerkrallen in den Brustkorb, tanzt zweimal und reißt. Weil wir Alten, wir sind halt mürber. Man könnte sagen, wir Alten sind mehr durch. Wir reißen schneller. Ihr Jungen hängt tagelang und tanzt. Let's rope dance. Das ruft man den Sonnentänzern zu. Und dann tanzt er und tanzt ihr und die Adler krallen. Und irgendwann hat er Glück, dann reißt auch der Junge. Aber oft reißen die Jungen nicht. Donald hat mal erzählt, er hat getanzt, er ist nicht gerissen und irgendwann riss das Seil. Das ist bei den Sonnentänzern wirklich dann so das The High Level. The High Level. Ja, also wir waren, trotz unserer Pilzintelligenz, waren wir doch relativ, hilflos. Weil die Säbelzahntiger, die Hyänen, sind auch teilweise durch unsere Hecken gekommen. Die hatten wenig Waffen. Und dann passierte etwas ganz Irres. Wir waren ja Jäger. Wir haben Prärietiere gejagt. Und dann haben wir die gegessen und haben aber Kadaver auch liegen lassen. Und irgendwann haben das die Wölfe gemerkt, dass da, wo wir sind, bleibt was übrig. Und das haben die Wölfe gegessen. Und dann waren die Wölfe um unser Lager, da Wölfe intelligent sind, haben die uns nicht angegriffen. Sondern sie haben die Kadaverreste gefressen, die um uns waren. Und wenn dann aber Säbelzahntiger kamen, haben sie gebrüllt. Also haben sie geheult. Und wir wussten, oh, der Wolf heult, jetzt ist Gefahr. Und konnten uns gegen die Säbelzahntiger aufstellen. Und irgendwann haben wir gemerkt, die Wölfe sind für uns wahnsinnig wichtig. Die Wölfe sind unsere Wächter. Mein erstes Krafttier, von Iris Hegerich gesucht. Kotau, 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 liebe Iris. In meinem ersten Schamanenkurs bei Paul Ukusic vor 25 Jahren. Wichtigstes Schamanenbuch überhaupt. Der Schamane in uns. Paul Ukusic. Und es war mein erstes Tier, meine Silberwölfe. Erst bei Games of Thrones, habe ich diese Silberwölfin das erste Mal live gesehen. Also die Schattenwölfe aus Games of Thrones, die sehen aus wie meine Silberwölfe. Haben die gleiche Höhe ungefähr. Und dann fing eine Symbiose an. Wir haben ihn nicht nur die Kadaver liegen gelassen, sondern wir haben ihn auch extra ein bisschen was hingelegt. Dadurch haben sie uns so weit in Ruhe gelassen, weil Wölfe sind keine Kamikaze. Kamikaze ist Merkur. Es gab nur bei den Indianern eine Kamikaze-Einheit. Das waren die Himmelsfüchse. Das war die Elite-Einheit von Crazy Horse. Die haben was gemacht, was ein Wolf sonst nicht macht. Die haben gesagt, wir gehen jetzt in diese Schlacht und wir werden nicht weichen, um unser Volk zu schützen. Oder wir sterben. Also Freiheit oder Tod ist nicht La Gluppi, weil La Gluppi weiß, es bringt dem Stamm nichts, wenn 90% der Männer in diesem Kampf fallen. Dann gibt es keine Männer, die die Frauen befruchten. Wobei bei den Lakotas gab es ja dann Regeln. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Little Big Man mit Dustin Hoffman. Einer der wahnsinnigsten Indianerfilme, die ich jemals gesehen habe. Wenn Männer gefallen sind, denn sind die Frauen dieser Männer, bis sie neue Männer hatten, in das Zelt der Schwester gegangen, die noch einen Mann hatte.
Und dann hat sich der Mann, der überlebende Mann der Schwester sexuell und fortpflanzungstechnisch um die Schwestern seiner Frau gekümmert, bis die neue Männer hatten. Und darum ist es Schwachsinn, Angriffe zu führen, wo 90% der Reproduktionskraft eines Stammes verloren geht. Macht man nicht. Das kann man machen, wenn man in Millionenstädten lebt und wo 60.000 tote Männer nichts ausmachen. Ein Stamm von uns hatte maximal 30, 40, 50 Männer. Wir konnten uns nicht erlauben, dass in einem Gefecht 80% tot gehen. Das ist total unwölfisch. Darum sind Wölfe Guerillas. Wölfe gucken, Scharfschützen. Das ist wölfisch. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Lieblingsfilm alle gesehen habt. Kevin Costner, Dance with a Wolf. Alle gesehen? Diese Sache, wie die diesen Treck da überfallen, wo die Soldaten Kevin Costner wegbringen wollen. Das ist Wolf. Du fährst durch so eine Gegend, du bist irgendwie ganz locker als US-Kavallerist und mit einmal Bapp-Pfeil, Bapp-Messer. Und dann haben sie diese Übermacht von 20 Soldaten weggeputzt und haben selbst ein bis zwei, maximal zwei Leute verloren. Das ist keine böse Hinterhältigkeit. Darum hat man ja mal gesagt, die hinterhält den Indianer. Das ist Schwachsinn. Das ist ein Evolutionär. Ach mein Gott, ich liebe schlaue Frauen. Das ist ein ich muss Bariumcarbonicum nehmen. Ich kann keine Fremdworte aussprechen. Ich muss es mir vorstellen. Mit zuen Augen stellt sich Barium das vor, hat aber bei mir noch nie geholfen. Evolutionäres, richtig? Ja. Evolutionäres Verhalten. Ich verstehe nicht, wie die das aussprechen kann mit offenen Augen. Liegt wahrscheinlich am doppelt so hohen IQ. Oder an einer bayerischen Gene. Also, das ist unevolutionär, wenn man eine halbe Stadt opfert in einem Kampf. Wenn man kämpft, und jetzt kann man natürlich sagen, ich als alter Hippie und Bonoboianer, alle sollen regelmäßig Gruppen masturbieren, dann gibt es keinen Krieg. Mag sein, habe ich gar nichts dagegen. Aber es gibt ja nur Gesellschaften, wo irgendwie Krieg dazugehörte. Die Maoris, da war Krieg eine ökologische Maßnahme, könnte man sagen. Die haben durch ihre Kriege verhindert, dass irgendein Stamm zu groß wurde. Und wenn ein Stamm zu groß und zu mächtig wurde, haben sich alle Stämme gegen den verbündet und haben den platt gemacht. Irgendwann war wieder ein anderer Stamm groß und mächtig, wurde wieder platt gemacht. Dazu kann ich euch das tollste Maori-Buch empfehlen aller Zeiten. Die letzte Prophezeiung. Ein unbeschreibliches Buch. Ein Buch einer großen Liebe, aber es zeigt uns auch, dass unsere Vorstellung von friedlichen Wilden sehr romantisch ist. Die Maoris hatten Sklaven, die Maoris waren Kannibalen und die Maoris waren eine Kriegskultur. Und trotzdem haben sie ihre Insel viele Jahrhunderte am Leben erhalten und nicht wie wir vordergründig Friedlichen, die unseren Planeten völlig ruinieren. Und Kriege führen wir ja auch. Wir führen die nicht mehr in Deutschland. Es wird jetzt immer so schön gesagt, ja, wir leben ja in so friedlichen Zeiten. Wir führen ja keine Kriege mehr. Der größte Schwachsinn aller Zeiten. Und es war die größte Enttäuschung meines Lebens. Ich habe an Willy Brandt geglaubt. Das ist der Einzige, der nicht meine Enttäuschung enttäuscht hat. Weil der ist früher noch gescheitert, wurde depressiv und trat ab. Aber an Willy Brandt habe ich richtig geglaubt. Ich habe richtig an den geglaubt. Der hat ja auch viel Gutes gemacht. Aber fast alle meine Helden sind gescheitert. Und dann dachte ich, ich kriege noch mal einen Helden. Das war Barack Obama. Ich dachte wirklich, das ist noch mal ein Held. Und dann hat auch noch Bruce Springsteen gespielt zur Amtseinführung. Und ich dachte, Bruce Springsteen spielt nur für Gute, auch ein bisschen blond. Und dann hat auch noch mein allerältester Country-Sänger da gesungen. Guthrie, wie heißt er denn? Arlo Guthrie ist sein Sohn. This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island. Weiß keiner, wie der heißt? Hat nicht irgendjemand mal kurz sein Handy dabei? Guthrie. Ja, und dann dachte ich, jawohl, wie war der Slogan von Barack Obama?
Yes, we can. Ich dachte, der ist es. Ich meine, Kennedy war ich auch ein Riesenfan. Was ist passiert? Die Kabbala hat ihn ermordet. Ich bin kein Kuhverschwörungstheoretiker, aber Kennedy war einfach zu gefährlich. Kennedy wollte nicht den Vietnamkrieg. Kennedy wollte ans Bankwesen und er wurde abgeschafft. Woody Guthrie. Woody Guthrie. This land is my land. This land is your land. From California to the New York Highland. From the Redwood Forest to the girl, this land is made for you and me. Ganz toll, ganz toll. Der hat gespielt zur Amtseinführung. Der hat sich wahrscheinlich nachher die Eier abgebissen, dass er für diesen Mörder gespielt hat. Unter keinem Menschen sind so viele Bomben abgeworfen worden und besonders Drohnen, die unter Barack Obama. Das ist furchtbar. Ich war fasziniert von einem Mann. Dann war er auch noch schwarz und hat so eine tolle Frau. Und ich war hin und weg. Die Stadt der Morde sehe, die unter einem Präsidenten gemacht wurden, hat der leider einen Spitzenplatz. Und das war eine meiner ganz, ganz großen Enttäuschungen. Jetzt bin ich gerade wieder enttäuscht worden. Jetzt war ich so total für Bernie Sanders. Weil von dem glaube ich wirklich, dass das ein Guter ist. Ich glaube wirklich, dass Bernie Sanders ein richtig Guter ist. Scheiße. Scheiße, 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 es tut mir richtig leid um meinen Bernie, da hatte ich nochmal richtig Hoffnung, habe ich mich richtig zum Fenster rausgelehnt, habe jeden Tag 3 Bernie Sanders Postings gemacht, weil der ja auch mit meinen Indianern so gut kann und der war, wie hieß der Fluss, wo wir vor 3-4 Jahren gegen diese Ölleitung demonstriert haben, Standing Rock, da war ja Bernie Sanders auch, ganz toller Mann, der ist auch mit meiner Lieblingspolitikerin, dieser AOC, kennt ihr die? Diese Latino, ganz tolle Politikerin, ist der auch ganz eng befreundet. Und ich dachte, das packen wir. Scheiße, schon wieder verloren. Und dann kam Corona. Und dann war wieder fertig. Corona haben sie nur gemacht, dass Bernie Sanders in den Sack haut und die Samuel-Hahnemann-Schule vielleicht den Bach runtergeht. Wenigstens die Samuel-Hahnemann-Schule hat überstanden. Uns gibt es noch. Uns gibt es noch und Johnny Depp. Ja. Und was ist jetzt passiert? Und das finde ich total irre. Wir wurden durch die Wölfe bewacht. Also der Mensch verdankt seine Existenz. Einmal natürlich unseren Zauberpilz. Sonst wären wir irgendwie bonoboisch, blöd, verreckt in der Savanne. Und der Mensch verdankt seine Existenz dem Krafttier Wolf. Und irgendwann hat irgendeine Pulsatilla-Frau beim morgendlichen Rundgang ums Lager Beeren sammeln ein kleines Wolfsbaby gefunden, was aus irgendwelchen Gründen zurückgelassen wurde. Weiß man nicht warum, eigentlich sehr wolfsuntypisch. Brutpflege ist bei den Wölfen das Wichtige. Einen ganz starken Impuls haben, dass ein Nest sicher ist. Einen ganz starken Impuls haben für eine richtige, menschengerechte, rudelorientierte Didaktik. Man kann ja gegen Waldorfschule sagen, was man will. Ich liebe Waldorfschule, trotz aller Probleme, die es da gibt. Aber Rudolf Steiner hat ja nicht umsonst gesagt, wir machen große Klassen, weil viel Mensch ist viel soziale Energie. Und ich glaube tatsächlich an eine Pädagogik der Regulation des Autonomen. Also wenn du 15 Kinder nimmst und du packst sie in eine Gruppe und schickst sie in den Wald, dann regulieren die sich. Die regulieren sich, da muss wenig erzogen werden. Die regulieren sich von selbst, so war das ja früher in euren steirischen Dörfern. Da musste nicht viel erzogen werden, da waren die Kinder draußen und da gab es ganz klar eine klare Hierarchie. Also wir müssen unsere Kinder nicht erziehen. Wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, sich in einer Gruppe zu regulieren, nicht wenn wir sie wegsperren vors Laptop oder weiß ich irgendwas, da können die sich nicht gruppentechnisch regulieren. Aber wenn wir unseren Kindern eine Gruppe geben und wenn sie mit der Gruppe Probleme haben, müssen wir gucken, warum haben sie die Probleme. Dann müssen wir ihnen vielleicht Wolfsmilch geben, dass sie sich in diese Gruppendynamik hineinbegeben können. Aber das Rudel ist einfach eine unserer Spezies adäquate Erziehungsform. Dann brauchen wir auch keine Kindergärten. Ich bin zum Beispiel ein totaler Anhänger von Waldkindergärten. Da sind die von morgens bis abends unterwegs.
Von morgens bis abends sind die unterwegs. Die Erzieher haben da so eine gewisse Moderation. Aber die gehen morgens raus, selbst im Winter, und rennen da draußen rum und spielen und bauen. Natürlich heult da mal einer. Weil er hat irgendwie zum Großen vielleicht ein doofes Wort gesagt. Da muss man auch nicht gewaltfreie Kommunikation üben. Das kriegen die schon irgendwie hin. Ich glaube an die Regulation des nicht-autistischen Organismus. Daran glaube ich zutiefst. Und wenn wir unseren Kindern versuchen, diese Erfahrung zu nehmen, glaube ich, versündigen wir uns etwas an unseren Kindern. Also ich bin wirklich ein ganz großer Anhänger von Rudeldidaktik, weil die kommt eigentlich ohne Lehrer aus. Oder der Lehrer ist ein temporär wichtiges Vorbild. Und er greift vielleicht als Alpha in ganz bestimmte Konflikte ein. Er leitet den morgendlichen Kleinkindhacker an, er bringt den Umgang mit Bogen und Pfeil bei, er zeigt, wie man das Rambo-Messer richtig benutzt, um zu schnitzen und Maden zu essen. Und er bringt den Kindern vielleicht ein bisschen Rugby bei, aber sonst regulieren sich die Kinder alleine. Das wirst du auch sehen bei nativen Gesellschaften, dass die Regulation was völlig Autonomes ist. Heidi hatte ja ihre Kinder auf einer demokratischen Schule, wo da können die ihre Unterrichte selbst bestimmen. Da können die entscheiden, ob sie da hin wollen oder ob sie da nicht hin wollen. Und es ist wirklich interessant, dieser Weg zwischen, ich isoliere mein Kind, dass es bloß keinen Stress kriegt, oder ich schicke mein Kind auf eine autoritäre Staatsschule. Dieser Mittelweg, der die Autoregulation des Organismus, ja, der einen Raum gibt, das ist der Wolfsweg. Und da entstehen wesensmächtige Persönlichkeiten. Die müssen weder aggressiv sein, noch müssen die Sozialpathologien entwickeln. Die sind in der Lage, was ich leider ganz schlecht bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, sich auch produktiv zu streiten. Ich bin ja so ein pathologischer Hippie. Bei mir war ja immer make love not war, make love not war, make love not war. Aber nicht aus einer ideologischen Überzeugung, sondern aus Konfliktscheuheit. Also ich konnte nie sagen, stopp, halt, bis hierhin und nicht weiter. Das habe ich ansatzweise in meiner ersten Lac-Loupi-Therapie gemerkt. Aber vorher konnte ich das nicht. Ich glaube, ich habe mich bis 28 nie mit einem, mit Männern ein bisschen, aber ich habe mich mit 28 nie mit einer Frau gestritten, nie. Ich konnte das nicht. Habe immer so gemacht. Ich bin ungefährlich, ich habe keine Waffe in der Hand und noch bis heute, wenn mich jemand richtig anschießt, so eine kleine Skorpionattacke, dann mache ich oft so und laufe rückwärts. Und sage dann immer so ein ganz doofes Wort, ich bin doch nicht dein Feind, ich bin doch nicht dein Feind. Hallo? Lac-Loupi! Das verbitte ich mir. Eine ganz schöne Lack-Loop, das verbitte ich mir. Und bis hierher und nicht weiter. Das ist eine Lack-Loopi-Geste. Bis hierher und nicht weiter. Wie du das so schön erzählt hast, Manuel, dass du irgendwann zu dem Typen gesagt hast, wir können darüber reden. Du darfst auch mal irgendwie mein Tatü, nee, wie heißt es? Du darfst gerne mal mein Tatütü anziehen. Ich bin ja leidenschaftlicher Tütü-Träger. Aber du beschimpfst mich nicht, du sprichst mir nicht die Wörter ab. Das machst du einfach nicht, das geht nicht. Bis hierher und nicht weiter. Und wenn du weitergehst, wirst du die Konsequenzen dafür tragen. Ich habe so viele Alpha-Männchen eingeladen in meinem Leben, mir weh zu tun. Und ich kann ihnen noch nicht mal einen Vorwurf machen. Ich hatte doch keine Eier und darum habe ich sie eingeladen, mir weh zu tun. Sprich, ich müsste mich, auch wenn ich so weit noch nicht bin, mich bei ihnen bedanken, dass sie mich weggebissen haben, weil durch meine unentwickelte Wolfskraft war ich einfach kein gutes Alpha-Männchen. Wie oft habe ich erlebt, dass Schüler, und heute weiß ich, ich habe die delegiert, gerade junge Männer, aus mir unerklärlichen Gründen auf mich losgegangen sind. Und ich gesagt habe, aber ich bin doch nur lieb und ich habe doch nur alles Liebe für dich gemacht. Wieso kannst du mich denn gerade so attackieren? Heute weiß ich, dass ich die delegiert habe, um mir meine, jetzt mache ich mal nicht zu viel, Selbstentwürdigung, Weicheierigkeit wäre jetzt ganz doof,
Stimmt nämlich nicht. Ich kann, ja, stimmt nicht. Aber um mir meine mangelnde Wesensmächtigkeit zu spiegeln. So unter dem Motto, ich nehme dir jetzt die Schokolade weg. Weil du tust doch sowieso nichts. Die kann ich doch wegfressen, die Schokolade. Und jetzt kann ich nicht sagen, du fieser Mob, du frisst meine Schokolade weg. Sondern ich muss sagen, ey Mann, ja, hast recht, nehm noch ein Stück. Ich sag ja nicht, geht nicht. Also das ist Laglupi. Und das kann ein Laglupi lehren. Laglupi lehrt uns den Weg in eine Mächtigkeit, die aus einer ununterdrückten autonomen Regulation entsteht. Und was passierte mit dieser Pulsatilla-Frau und dem Wolfsbaby? Was machte die? Was machen fast alle Pulsatilla-Mütter mit Babys, die sie finden? Sie hat es gestillt. Der erste Hund entstand aus einem gestillten Wolf. So kam der Wolf zum Menschen und wurde zum Hund. Sehr interessant. Und der Hund ist eigentlich der Wolf, der seine Freiheit geopfert hat. Lacaninum habe ich ganz viel gekriegt. Ich war ja so ein Feministenmensch. Ich habe das ja so instrumentalisiert, dass ich nachher gar nicht mehr im Stehen pinkeln konnte. Weil Stehen pinkeln war ja in dieser Feministenzeit fast schon Vergewaltigung. Also haben wir Männer alle im Sitzen gepinkelt, was ja auch eigentlich gar nicht schlimm ist, darfst du ja. Wenn du nachher alt bist und so anfängst zu streuen, ist es ja auch scheiße für die Hygiene. Und zu Hause setze ich mich immer noch hin. Aber wenn ich im Wald bin, dann will ich einfach an Baum pissen. Und das konnte ich nicht in meiner Lacaninum-Krankheit. Ich konnte nur im Sitzen pinkeln. Und das ist unfrei. Nach Lacaninum merkte ich mit einmal, hier ist kein Parkplatz. Und ich konnte nur auf Parkplätzen pissen, wo ein Klo ist, weil ich ja nicht im Stehen pinkeln konnte. Und dann hatte ich so einen Druck, hatte aber ganz vergessen, dass ich vor 2 Tagen Lacaninum genommen habe und ging raus, konnte nicht anders, pisste im Stehen. Und mit einmal dachte ich, boah, geil, das geht ja. Ich hatte 20 Jahre lang nicht im Stehen gepinkelt, weil ich dachte, im Stehen pinkeln ist böse. So eine Wahnidee hatte ich immer im Hirn. Und was macht ein Wolf, wenn der ein Revier einnimmt? Der pisst erstmal die Stellen ab. Widersprech mir, Olli? Nicht da. Ein guter Offizier wird doch zum guten Offizier durch eine entwickelte Laglupi-Qualität. Ich meine, wenn ich einen schwachen Offizier habe, ey Mann, ich gehe doch nicht in den Schützenpanzer mit diesem Arschloch. Interessant ist auch bei Wolfverhalten zum Beispiel, der Leitwolf geht immer als Letzter. Ja, er sichert. Er sichert. Er sichert. Also ich habe mir ja so ein bisschen in dieser Corona-Krisenzeit einen Heilfilm gesucht. Den neuen Rambo. Der neue Rambo ist echt ein Laglupi-Heilfilm, ja? Sehr gut. Der ist nicht gut. Der ist homöopathisch verwertbar. Ist kein Woodstock, ist kein Easy Rider. Ist sehr chauvinistisch, ist auch sehr gewalttätig und Rambo sieht nicht mehr so gut aus. Aber es ist total irre. Die Abschlussszene ist, dass er dem Mörder seiner Tochter das Herz rausreißt und er sagt, du hast mir mein Herz gebrochen, jetzt breche ich dir deins. Das ist nicht homöopathisch, das ist nicht gewaltfrei, aber es ist laglupisch. Laglupi hat ganz stark das Thema Rache. Ganz stark das Thema Rache, der Rächer. Zorro, Laglupi. Spartacus, Laglupi. Der Rächer der Enterbten. Robin Hood, Laglupi, 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 Laglupi. Ja, der Mensch wird bewacht in seinem freien Menschsein durch den Geist des Wolfes. Können wir ein Lied spielen, was wir wieder nicht aufnehmen können? Kommen wir irgendwie an ein Lied? Contra K, Wölfe. Contra K, Wölfe, ich kann es leider nicht übertragen, weil ich darf nichts übertragen, was Musik ist. Also, bis gleich geht's weiter mit Symptomen. Jetzt machen wir Pause, aber erstmal Contra K. Ich kenne Contra K persönlich.
weil der ist der Vater eines Kindes, der Tochter meiner besten Freundin. Und ich liebe einfach Lieder von ihm. Und das ist mein Lieblingslied von ihm. Sehen wir alle das Video, weil das Video ist wichtig? Oder ist es zu hell? Was denn, wo denn? Ach mein Gott. Nicht nur, dass du Fremdworte kannst, du kannst auch noch. Jetzt geht's los. Ihr müsst, das müsst ihr erleben. Dunkel, 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 dunkel. Da ist er.